Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Horizon Zero Dawn. Beim letzten Mal haben wir uns hier durch diese... Okay. Durch diese Basis hier gekämpft. In der wir den Todbringer bekämpft haben. Ein Gegner mit einem höchst sympathischen Namen. Ja. Ich bin ziemlich am Arsch, meine Ressourcen sind am Arsch, alles ist am Arsch. Ich hoffe sehr, dass gleich die Dinge nicht mehr so am Arsch sein werden. Beziehungsweise, wow, ich habe mich gerade ernsthaft damit auf die Fresse gelegt. Aber ich kann mich durch. Identi-Scan wird durchgeführt. So jetzt schon wieder. Genetisches Profil bestätigt. Zutritt autorisiert. Guten Tag, Dr. Sobeck. Bitte treten Sie ein. Elisabeth Sobeck. Dr. Sobeck, Sie kommen 355.510 Tage zu spät zu Ihrem Treffen mit Mr. Farrow. Bitte in den 34. Stock. Wie bitte? 350.000? Das sind doch hunderte von Jahren. Was ist hier los? Okay, ja, das frage ich mich auch. Oh, oh. Gott, ich dachte, es geht tiefer. Mir ist gerade ein bisschen das Herz in die Hose gerutscht. War hier eine Karte? Ja. Rechts oben ist eine Sackgasse. Okay, looten. Ich kann hier nirgendwo einen Datenpunkt oder irgendwas abgreifen. Ich kann hier nicht mal irgendwelche Ausrüstung abgreifen. Oh, so schwach. Aber hier, ja, hier kann ich Punkte abgreifen. Die Protokolle nutzen mehrfach verschränkte Wellenformen. Quantenverschlüsselung, Black Quartz, sicherer als beim Militär. Das wollten sie haben. Also haben wir das auch geliefert. Wer es programmiert hat, der kann es auch hacken. Wir brauchen nur eine Backdoor. Laden Sie das neueste Service Pack hoch und das Problem ist gelöst. Sie haben uns ausdrücklich untersagt, irgendwelche Backdoors im Code zu lassen. Jedes Protokoll auf Black Quartz Standard. Ihre Worte. Gut, wenn ich Prognosen schönen soll, ist das keine große Sache. Ich brauche keine frisierten Prognosen. Ich brauche einen Weg, die Kontrolle über den Harz-Timor-Schwarm zurückzubekommen. Was soll ich dazu sagen, Ted? Sie wollen das Unmögliche. Codes. Sie brauchten also irgendwelche Codes, um die Maschinen zu kontrollieren. Aber sie verloren die Kontrolle. Klingt übel. Mhm. Das ist auch übel. Wenn man Kriegsmaschinerie baut und sie nicht handhaben kann. So ungefähr läuft es auch bei mir im Pen and Paper. Da hat sich doch gerade was bewegt.
Ich war gerade verwirrt, weil hier der Questmarker irgendwie reinzeigt und irgendwie doch nicht. Das sah gerade ganz komisch aus. Ah, passt schon. Ich bin gerade gestresst, verwirrt, nachdenklich. Ich habe gerade eine ganz miese Kombo an Emotionen, die mich so ein bisschen dazu bringt, sehr ruhig zu sein, weil ich gerade echt versuche, das alles zu verarbeiten. Ein Todbringer. Oder zumindest eine Statue davon. Oh Leute. Eine Maschine, die zum Töten gebaut wurde. Und sie haben sie verehrt? Willkommen bei Faro Automated Solutions, wo alle Probleme von morgen schon heute gelöst werden. Mit mehr als 25.000 menschlichen Angestellten in unseren Firmensitzen auf der ganzen Welt ist Faro globaler Marktführer in jedem Bereich der autarken, vollautomatisierten Technologie. Von revolutionären Verbrauchsgütern für jedermann, wie dem Faro Focus, bis zu den Chariot-Robotern zur Friedenssicherung, die in Konfliktgebieten weltweit für Ruhe sorgen. Faro setzt alles daran, dass die Zukunft sicherer wird, heller, besser und immer überraschend. Faro Automated Solutions. Für jedes Problem im Leben die passende Lösung. Sie haben also den Fokus gebaut. 25.000 Menschen? Das ist größer als ein Stamm. Sie haben also Maschinen hergestellt und Geräte. Sowas war in Ihrer Welt wohl normal. Ich möchte gerade mal darauf hinweisen, wie hart windig es hier entweder sein muss oder was für krass Medusa-Haare Aloy hat. Also ja, da oben kommt ein bisschen Luft vielleicht rein, aber die Haare machen sich schon gerade ganz schön selbstständig. Ich weiß, dass da eine grüne Hand ist, die ich wahrscheinlich berühren kann. Ich will nochmal den Raum abscannen. Na, bevor ich irgendeine Kacke mache und dann nicht mehr zurück kann. Gibt's hier unten was? Nö. Das war gerade der Datenpunkt von eben, schätze ich mal. Ah, hier, Faro Automated Solutions, genau. Und das ist das von jetzt. Empfangsprotokoll, 9:54 Uhr. Ankunft von Feldkommandant Deng, Deng des indomalaiischen Agrarkonzerns und seiner Delegation. Erfrischungen werden vor der Verkaufspräsentation der Chariot-Modelle um 10.15 Uhr gereicht. Gemäß Anweisung ausschließlich vegetarisches Essen. 10.07 Uhr. Ankunft von Sander Agnew, Vizepräsident für territoriale Integrität von Fresh Grounds Coffee Global und seinem Gefolge. Erfrischungen werden vor der Verkaufspräsentation der Chariot-Modelle um 10.30 Uhr gereicht. Gemäß Anweisungen wird die Tacoma-Mischung von Fresh Ground serviert, kein Kaffeeweißer. 10.12 Uhr. Was passiert ist, ich rief das Sicherheitspersonal und das Hauspersonal, um den verschütteten Kaffee wegzuwischen, wobei der eher geworfen wurde. Mir war nicht klar, dass der indomalaiische Konzern Kaffeebohnen anbaut und dass das Beschaffungsteam von Fresh Grounds wiederholt und mit Gewalt versucht hat, ihre Felder einzunehmen. Ich glaube, Kommandant Dying hat Agnew ein paar Haare ausgerissen. Wer plant diese Termine? Ich werde die Verkaufsabteilung informieren. Sowas darf nicht nochmal passieren. Ja, das ist halt echt hart blöd gelaufen, ne? Ah, das, okay. Das ist halt wirklich einfach nur hart und dumm von denen. Yo, Aloy, entspann dich. Klick. Willkommen bei Faro Automated Solutions. Achso, oh nee, nein. Dachte, da passiert jetzt noch irgendwas. Was war das hier? Was wurde hier gemacht? Biografie Elizabeth Sobeck. Das habe ich, glaube ich, schon mal vorgelesen, aber das hier noch nicht. Oh Gott, das sind jetzt, glaube ich, 4 Datenpunkte. Ich gieße mir mal eben noch neuen Tee ein. Das wird jetzt schwierig. Also nicht schwierig zum Lesen, sondern anstrengend für meine Stimme. Moment. Textdatenpunkt. Quests. Elizabeth Sobeck, geboren 11. März 2020. Hey, die ist jetzt 2 Jahre alt. Oder? Doch, übermorgen ist ihr Geburtstag. Ich nehme es jetzt am 9. März 2022 auf.
ist eine amerikanische Wissenschaftlerin, Robotertechnikerin und Ingenieurin, die allgemein als einer der klügsten Köpfe des 21. Jahrhunderts angesehen wird. Geboren und aufgewachsen in der Nähe von Carson City, Nevada, schrieb sie sich im Alter von 13 Jahren an der Stanford University ein und erreichte bereits mit 16 Jahren den Bachelorabschluss in experimenteller Physik und Computerwissenschaften. Den Doktorgrad erlangte sie im Jahr 2040 an der Carnegie Mellon University in den Bereichen Robotik und KI-Design. Im selben Jahr fing sie als Nachwuchswissenschaftlerin bei Faroe Automated Solutions an, wo sie innerhalb von 2 Jahren im Alter von 22 zur leitenden Wissenschaftlerin aufstieg. In den nächsten 8 Jahren spielten ihre grünen Robotermodelle eine entscheidende Rolle bei der Umweltsanierungs- und Entgiftungsbemühungen der Rückforderung, machten FAS zu führenden Unternehmen in diesem Bereich. Im Jahr 2048 trat sie überraschend von ihrem Posten bei FAS zurück und protestierte damit gegen die Neuausrichtung des Unternehmens auf automatisierte Militärtechnologien. 2049 gründete sie Miriam Technologies, ein Unternehmen, das sich auf lebensbejahende Robotertechnik und andere Technologien konzentriert. Miriam hat sich seitdem zu einem der weltgrößten Lieferanten umweltfreundlicher Roboter entwickelt und zahlreiche Preise und Auszeichnungen gewonnen, darunter den Nobelpreis für Physik im Jahre 2053 und den Rachel Carson Award für ökologischen Fortschritt im Jahre 2056. Theodore Ted Farrow, geboren 24. Dezember 2013, 2 Jahre bevor ich mein Abi gemacht habe, ist ein amerikanischer Unternehmer und Industriemagnat. Er ist der Gründer von Faroe Automated Solutions, des größten Unternehmens aller Zeiten und als allererster Billionär die wohlhabendste Person der Welt. Ted Farrow ist in Salt Lake City, Utah geboren und aufgewachsen und besuchte die University of California in Los Angeles. Dort studierte er 2 Jahre lang Wirtschaftswissenschaften, bevor er im Jahr 2033 das Studium aufgab und FAS gründete. Und es beweist sich mal wieder, Wirtschaftswissenschaftler sind böse. Nach einigen Startschwierigkeiten konnte das Unternehmen gegen Ende der unruhigen 2030er Jahre mit seinen allseits beliebten Dienst- und Wachbots einen ersten Durchbruch erzielen. Zum umfassenden Erfolg kam es dann durch den berühmten grünen Roboter, der bei der Beendigung der Klimakrise während der Rückforderung in den 2040er Jahren wegweisend war. Am Ende des Jahrzehnts richtete FAS eine Abteilung für militärische Verteidigung ein und entwickelte sich bis zum Jahr 2053 schließlich zum Weltmarktführer für automatisierte Militärplattformen. Der Erfolg von FAS hat Mr. Farrow zum bekanntesten Geschäftsmann der Welt, zu einem der gefragtesten Redner und zu einer wichtigen Stimme in politischen, kulturellen und internationalen Angelegenheiten gemacht. Faroe Automated Solutions ist ein amerikanisches multinationales Unternehmen, das Roboter für alle Gesellschaftsschichten produziert, wobei das Kerngeschäft im Militär- und Verteidigungswesen liegt. Hinsichtlich Bruttoumsatz und Gewinn war FAS im Jahre 2063 das 10. Jahr in Folge die Nummer 1 der Fortune 5-Liste. Ein Weltrekord. FAS wurde 2033 von Theodore Ted Farrow, einem Unternehmer aus Salt Lake City in Utah, gegründet und brachte in den Anfangsjahren verschiedene vielversprechende Roboterprototypen hervor, konnte sich aber gegen die damals marktführenden Industriegiganten wie General Synthetics und RE Corp nicht durchsetzen. Das änderte sich im Jahr 2038 mit der Markteinführung der Alfred-Serie. Freischwebenden Dienstrobotern, die enorme Verkaufszahlen erreichten und das Unternehmen erstmals auf die Fortune 5-Liste brachten. Die Gewinne verdreifachten sich in den 2040er Jahren, als sich das Unternehmen unter der Leitung der berühmten Ingenieurin Elizabeth Sobeck im Umweltsektor zur führenden Kraft entwickelte. 2049, in der Folge der erfolgreichen Umwelt- und Klimasanierungsmaßnahmen, stieg der Beliebtheitsgrad von FAS weltweit auf über 90% und Gründer Ted Farrow wurde in den Medien und sozialen Netzwerken als der Mann, der die Welt rettete, gefeiert. Und doch war es die Entwicklung von FAS zu einem Militärunternehmen, die in den späten 2040er Jahren seinen Status als reichstes Unternehmen der Welt zementierte. Mit einer Rekordmarktkapitalisierung von mehr als 23 Billionen Dollar im Jahr Im Jahr 2055 kontrollierte FAS 61% des Marktanteils für automatisierte Militärplattformen und war Vertragspartner von 353 Nationen, regierungsübergreifenden Organisationen und Kapitalgesellschaften. Heute übertrifft der Unternehmensbestand das aktuell zweitgrößte Unternehmen FB Mobile L Global um 321%. Unternehmen, das Substantiv. Ein Verbund von Einzelpersonen auf geltendem Recht und Gesetz begründet, dessen Existenzbefugnisse und Haftbarkeiten sich von denen seiner Mitglieder unterscheidet. Im geschäftlichen Sinne gehört ein Unternehmen normalerweise Anteilseignern, durch den Verkauf oder die Verteilung von Aktien, die von diesem Besitz profitieren, zu festgelegten Zeitpunkten seine Leitung wählen und Führungskräfte benennen, die sich um die Unternehmensangelegenheiten kümmern.
Die meisten Unternehmen sind in einem oder mehreren Industriezweigen tätig, produzieren Waren oder bieten Dienstleistungen an und können ihrerseits andere Unternehmen, Firmen oder Eigentum als Holdinggesellschaften besitzen. Mann, hab ich mir die Zunge jetzt fusselig geredet. Meine Fresse. Das war ein Unternehmen. Eine Gruppe von Leuten so ähnlich wie ein Stamm. Oh. Und sie bauten Maschinen. Ja, weiter. Ich habe ein paar Dateien auf deinen Fokus geladen. Sie werden dir helfen, alles zu verstehen. Ja, okay. Ach so, das waren die Dateien, die ich gerade vorgelesen habe. Gut. Ja, gut. Aber diese Dateien waren sehr hilfreich. Nicht so wie die Steuerung an manchen Punkten, mit der ich in eine Wand reindenke. Ich weiß, das muss wie ein bizarrer Kurswechsel erscheinen. Ich meine, wir sind Pharaoh Automated Solutions. Nummer 1 in der Robotertechnik. Warum sollten wir unsere Produktion auf menschengesteuerte Fahrzeuge und Waffensysteme umstellen? Auf altmodischen Kram? Alles, was ich jetzt von Ihnen verlange, ist Vertrauen. Uns wird sich eine riesige Wachstumsmöglichkeit eröffnen, wenn wir die Produktion nach meinen Plänen komplett neu ausrichten. Ich erwarte also von jedem von Ihnen neue Prognosen zur möglichen Massenherstellung innerhalb von 36 Stunden. Sie haben also Maschinen gebaut und dann damit aufgehört, nur um andere Waffenarten zu bauen? Warum? Weil der Mensch sehr gerne Dinge entwickelt, um sich gegenseitig auszulöschen. Also im Prinzip ist die Menschheit zum Scheitern verurteilt, einfach deswegen, weil es immer wieder Menschen geben wird, die neue Methoden entwickeln, um Menschen zu töten. Weißt du, der Mensch pokert darauf, Menschen zu töten. Die Luft, sie riecht nach gar nichts. Nicht mal modrig. Nach nichts Natürlichem. Kann ich hier irgendwie reinlunschen? Ist da drin noch so ein Zerstörer? Noch ein Einsturz. Aber ich sollte durchpassen. Beschwerde. Textnachricht. Von Jay Fritkin an Empfang. Betreff Beschwerde. Also Beschwerde. Hallo Empfang, falls das dein echter Name ist. Du willst wissen, wer die Indomalion gleichzeitig mit Fresh Grounds eingeladen hat? Das war ich, der leitende VP der Verkaufsabteilung. Willst du wissen warum? Nach dem kleinen Haarvorfall haben beide Seiten ihr Angebot um 40% erhöht. Ich werde es dir erklären, weil dein kleines Empfangsgehirn da vermutlich nicht mitkommt. Diese beiden Parteien kämpfen. Und was verkaufen wir? Richtig, Kampfmaschinen. Wir wollen, dass sie sich hassen. Damit sie sich gegenseitig bekämpfen. Und zwar mit was? Wieder richtig. Mit Kampfmaschinen, für die sie uns jede Menge Geld bezahlen. Also schlage ich vor, dass du weiter lächelst und Kaffee servierst und mich meinen sehr viel komplizierteren Job machen lässt. Besten Dank für dich, Mr. Fritkin. Was habe ich hier noch im Notizbuch? Achso, das von gerade eben. Mhm. Also ich finde, so eine empörte Nachrichten kann ich sehr gut vorlesen. Manchmal habe ich das Gefühl, wenn ich irgendwas vorlese, sagen wir mal irgendwie Text oder so. Ich muss mich in eine Rolle einfinden und muss Text vorlesen. Um Gottes Willen, um Gottes Willen! Ich war noch nie fertig mit Erzählen. Oh komm, der steht doch gleich auf, oder? Sieht aus, als könnte ich hier hochklettern. Ah, oder in die Lobby zurück, wie es aussieht. Oder? Das ist nicht die Lobby. Das ist die Lobby. Oh Gott sei Dank. Weißt du, bei Text tue ich mir schwer. Wenn ich da irgendwie eine Rolle interpretieren muss oder so. Es klingt nicht natürlich. Es klingt nicht, als hätte ich das gesagt. Es gab ja vor ein paar Jahren mal zu Mass Effect Andromeda so eine Ausschreibung, dass du irgendeinen NPC sprechen kannst. Habe ich natürlich mitgemacht. Und ja, wurde nicht genommen. Weil ich auch selber finde, ich habe das einfach nicht natürlich gemacht. Weiß nicht, ich finde es
klang nicht so, als würde ich es leben, als wäre ich dieser NPC. Ich war nicht in dieser Rolle drin. Hier geht's. Warte mal. Ich habe das Gefühl, ich habe hier irgendwas laufen gehört. Was bist du? Holoprojektor. Okay, hier sind Holoprojektoren, wahrscheinlich drei verschiedene Nachrichten und die hören wir uns beim nächsten Mal an. Ich bedanke mich mal wieder ganz herzlich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.